Mir ist wichtig, gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit. Mir persönlich ist es wichtig, dass niemand aufgrund seines Geschlechts in seiner beruflichen Entwicklung benachteiligt wird. Mir ist es wichtig, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur ein schöner Slogan ist, sondern dass er auch in die Praxis umgesetzt wird. Ich heiße Sabine Pfleka, bin 48 Jahre alt, arbeite bei der ZF in Friedrichshafen, bin freigestellte Betriebsrätin seit 1984. Meine Schwerpunkte sind Weiterbildung und Entgelt. Und bei dem Thema Entgelt ist meine Hauptaufgabe, die Kolleginnen zu beraten. Ziel ist ja wirklich, dass du jetzt nicht erst im Jahr in die höhere Entgeltgruppe kommst, sondern wirklich jetzt auch sofort. Aber die Grundlage ist natürlich, dass du auch die Aufgabe dann kannst, die dort abverlangt worden ist. Wir haben eigentlich schon festgestellt, dass viele Sachen wie Liefertermine, Überwache, Reklamiere, das ist in meinem Aufgabegebiet. Mir ist wichtig, dass die Kolleginnen gerecht entlohnt werden und dass sie vor allem für die gleiche Tätigkeit auch das gleiche Entgelt wie ihre männlichen Kollegen bekommen. Aber ich möchte die Frauen ermutigen, dass sie kommen, dass sie zu uns als Expertinnen kommen, dass sie sich ihre Entlohnung anschauen. Das sind Fakten, die sind hinterlegt. Es gibt eine Entgeltgruppe und da ist eine Stellenbeschreibung hinterlegt. Da werden Tätigkeiten abgefordert. Und wenn die nicht dem entsprechen, was wirklich vor Ort auch passiert und vor allem nicht dem, was der Kollege nebendran macht, und das ist gleich, ja, dann kann ich darauf sehr schöne Reklamationen aufbauen. Der Kollege hat zwei Entgeltgruppen mehr und ich schaue mir die Beschreibung an und entsprechend kann ich eine Reklamation aufbauen. Die Kolleginnen glauben oft, der Chef wird es mir doch geben, der wird mich doch gerecht entlohnen. Leider muss ich euch enttäuschen, das ist nicht so. Ja? Sondern ich stelle fest, und mir ist es wichtig, kommt zu mir, wir schauen das miteinander an. Und in den allermeisten Fällen, wo die Kolleginnen sich getraut haben, haben wir eine Reklamation hinbekommen und auch eine Höhergruppierung. Ich bin die Joanna Schulle, bin 37 Jahre alt, seit 12 Jahren Betriebsrätin bei der Firma Bosch GmbH in Bamberg und Gewerkschafterin aus Leidenschaft. Meine Schwerpunkte sind Frauenpolitik, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Entlohnung. Wichtig ist, dass beide Geschlechter innerhalb ihrer beruflichen Entwicklung die gleichen Chancen bekommen und dementsprechend auch gleich die Stellen besetzt werden. Das persönlich ist mir wichtig und dafür stehe ich als Betriebsrätin gerade. Mein Name ist Heidi Schenk, ich bin 56 Jahre alt. Ich bin bei Vorwerk seit 35 Jahren und seit 31 Jahren Betriebsrätin, und zwar aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft deswegen, weil ich vorher in einem Betrieb war, wo es keinen Betriebsrat gab und wo gegen alles verstoßen wurde, was annähernd erlaubt ist. Mir ist besonders wichtig, dass für die Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen stimmen. Hallo Brigitte. Hallo Heidi. Brigitte, wir sind ja gerade dabei zu diskutieren, was wir noch verändern könnten in Sachen Familie und Beruf. Ihr macht ja schon viel selber hier mit der Arbeitszeit, aber was könntest du dir vorstellen, was ist noch verbesserungswürdig? Also ich könnte mir schon vorstellen in unserem Bereich, dass wir da etwas flexiblere Arbeitszeit hätten. Wir sind hier also doch schon etwas eingeschränkt und da könnte ich mir vorstellen, im Rahmen der Gruppenarbeit, dass wir das dann selbst gestalten könnten. Wir dürfen nicht stehen bleiben, die Zeiten ändern sich, deswegen müssen sich Arbeitsplätze auch ändern. Wir haben schon einiges bei Vorwerk, was gut ist, so viel Teilzeit. Wir haben Telearbeitsplätze, wo der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten kann und auch einen Teil in der Firma verbringt. Wir haben auch Kinderzimmer, wo die Kinder mitgenommen werden können. Aber wir wollen gerne noch weitere Dinge vereinbaren, wie ein Lebensarbeitszeitmodell, wo man sich bestimmte freie Zeiten erarbeiten kann, wo man sich um die Familie kümmert. Da sind wir gerade dabei, wie Weiterbildungsmöglichkeiten, die man dann machen kann, oder Pflegen der Eltern oder sich um die Kinder kümmern. Also ganz wichtig ist uns, dass wir nicht stehen bleiben, sondern in dieser Richtung immer weitermachen.